Liebe Käsefans, bei Beemster ist alles ein wenig besonders. Unsere Herkunft, unsere Landwirte und auch unsere Käserei ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Warum das so ist? Na, dazu starten wir mal im Jahre 1927. Da ist sie. The Tide, oder auch die Zeit, wie der Deutsche sagen würde. So hieß unsere erste Käserei, denn schon damals war man sich einig, dem Käse die Zeit zu geben, die er braucht, um seinen einzigartigen Geschmack und seine cremige Textur zu entwickeln. Und so denken wir auch heute noch. So trägt unsere 2014 eröffnete Käserei natürlich den Namen, na, wisst ihr es? Genau, die neue Zeit. Mitten im Beemster Polder fügt sich ihre besondere Architektur harmonisch in die UNESCO-geschützte Umgebung ein. Für den Bau wurden ausschließlich nachhaltige Materialien wie Glas oder Holz verwendet. Das ist ästhetische Nachhaltigkeit von außen, aber auch von innen. Denn hier treffen altes Traditionshandwerk und modernste Technik aufeinander, um den leckeren, echten Nordholland-Gouda herzustellen. Genau wie unsere Landwirte arbeiten wir auch in unserer Käserei so nachhaltig wie eben möglich. So nutzen wir beispielsweise die eigenerzeugte Energie unserer Landwirte, setzen auf Energierückgewinnung und auf CO2-Kompensation. Für diese Weltklasse-Leistung wurden wir 2020 von der Climate Neutral Group als erste Käserei der Niederlande als klimaneutral zertifiziert. Seit der Eröffnung im Jahre 2014 wurde unsere Käserei vielfach mit niederländischen, aber auch deutschen Nachhaltigkeits- und Architekturpreisen ausgezeichnet. Was uns natürlich sehr stolz macht. Ganz besonders gefreut haben wir uns über den königlichen Besuch an unserer Käserei. So reiste Königin Maxima ganz persönlich am 13. November in den schönen Beemster Polder, um die grünste Käserei der Welt zu eröffnen. Eine besondere Ehre für einen besonderen Käse. Beemster eben.